Hallo zusammen. Heute sprechen wir über Berufsausbildung. Ordne die Wörter den zwei Wortfamilien zu. Prüfen wir Ausbildungs, die Ausbildung, der Ausbildungsberuf, der Ausbildungsplatz, die Ausbildungsmöglichkeiten. Berufs, die Berufsschule, die Berufswahl, der Berufswunsch, das Berufspraktikum, die Berufsausbildung, das Berufsinformationszentrum, die Berufsberatung, der Berufsberater. Was wisst ihr über das Schulsystem in Deutschland? Seht euch das Schema an. Was findet ihr interessant? Ich finde das deutsche Schulsystem sehr abwechslungsreich. Die Schüler und Schülerinnen haben eine große Wahl, in welcher Schule sie lernen und wo sie nach der Schule weiter lernen oder studieren. So müssen sie schon nach der vierten Klasse eine ernste Entscheidung treffen, was sie von Beruf werden möchten. Stoppt das Video, seht euch das Schema noch einmal an und antwortet auf die Fragen. Welche Schule müssen alle Kinder besuchen? Wo können die Kinder nach der Grundschule lernen? Wie lange muss man in Deutschland zur Schule gehen? In welcher Schule kann man das Abitur machen? Welchen Schulabschluss braucht man mindestens für eine Berufsausbildung? Was kann man nach dem Abschluss der 10. Klasse machen? Alle Kinder müssen die Grundschule besuchen. Nach der Grundschule können sie in einer Gesamtschule lernen. Oder sie können das Gymnasium, die Realschule oder die Hauptschule wählen. Die Kinder haben eine Wahl. Man muss von 9 bis 12 Jahre in Deutschland zur Schule gehen. Man kann das Abitur machen und diesen Abschluss im ersten Bildungsweg auf folgenden Schulen und Einrichtungen erreichen: Gymnasium, Gesamtschule, berufliches Gymnasium, Berufskolleg, Berufsoberschule oder Privatschule. Man braucht eine Hauptschule zu beenden, um dann eine Berufsausbildung zu bekommen. Das hängt davon ab, wo man gelernt hat. Man kann eine Berufsausbildung machen oder einen höheren Schulabschluss. Das heißt, ins Gymnasium gehen, um später an einer Universität oder in einer Fachhochschule zu studieren. Hört den Text und informiert euch über die Berufsbildung in Deutschland. Kapitel 1c, Übung 3a. Das duale Bildungssystem, was ist das? Jugendliche, die das Abitur nicht machen, entscheiden sich in der Regel für eine Berufsausbildung. Viele Abiturienten machen eine Lehre. Die Mehrheit wird im dualen System ausgebildet. Das bedeutet praktische Ausbildung im Betrieb und theoretische Ausbildung in der Berufsschule. Staat und Betrieb teilen die Kosten für die Berufsausbildung. Neben der Ausbildung im Betrieb besuchen die Jugendlichen in der Regel 3 Jahre lang ein- bis zweimal pro Woche eine Berufsschule. Im Unterricht lernen Auszubildende nicht nur allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Mathematik und andere,
sondern auch spezielle Fächer. Die Berufsschule ist Pflicht für alle Auszubildenden in der Berufsausbildung, die noch nicht 18 Jahre alt sind und keine andere Schule besuchen. Das duale Bildungssystem ist sehr typisch für das deutsche Bildungswesen. Das Modell orientiert sich vor allem an den Anforderungen im Beruf. Circa 350 anerkannte Bildungsberufe bilden die Basis für mehr als 40.000 Tätigkeiten in der Wirtschaft. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist eine gute Chance für Karriere. Das ist die Chance für Praktiker und Fachleute. Stopp das Video, lass den Text durch, bestätigt oder verneint die Informationen. Das duale System bedeutet praktische Ausbildung im Betrieb. Das ist richtig. Die Kosten für die Ausbildung teilen Staat und Betrieb. Das ist richtig. Die Auszubildenden besuchen ein- bis dreimal pro Woche eine Berufsschule. Das ist falsch. Die Auszubildenden besuchen 3 Jahre lang ein- bis zweimal pro Woche eine Berufsschule. Die Berufsschule ist aber keine Pflicht. Das ist falsch. Die Berufsschule ist Pflicht für alle Auszubildenden in der Berufsausbildung. Die Auszubildenden lernen solche Fächer wie in der Schule. Das ist richtig. Sie lernen solche Fächer wie in der Schule und auch spezielle Fächer. Stopp das Video, antwortet auf die Fragen. Womit könnt ihr in Belarus das deutsche duale Bildungssystem vergleichen? Wo kann man in Belarus einen Beruf erlernen? In einer Berufsschule? In einer Fachschule? Wie lange dauert die Berufsausbildung nach der 9. Klasse in Belarus? In Belarus gibt es auch Berufsschulen. Nach der 9. Klasse kann man in eine Berufsschule gehen und eine Berufsbildung bekommen. Das Studium dauert 3 Jahre. Im Unterschied zu dem deutschen Bildungssystem kann man nach der Berufsschule auch an der Universität studieren. Hört den Text, was die Auszubildenden über ihre Lehre erzählen. Kapitel 1b, Übung 4b. Sabine Müller, Schreinerin, Tischlerin. Meine Berufsausbildung dauert 3 Jahre. Die Ausbildung umfasst das Lernen in der Berufsschule und die Arbeit im Betrieb. In der Berufsschule lernen wir Theorie in den Fächern Fachkunde, Mathematik, Zeichnen, Wirtschaftskunde, Sozialkunde und Deutsch. Der Betrieb ist für den praktischen Teil zuständig. Die Auszubildenden, Azubis, lernen Möbel machen, Treppen herstellen, alte Möbel restaurieren. Wir lernen auch mit Computerzeichnungen für Möbel und Treppen machen. Die abschließende Prüfung besteht aus der theoretischen Prüfung und der praktischen Arbeit. Nicole, die dir jetzt Assistentin. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Im ersten Jahr haben wir Theorie- und Praxisunterricht in der Berufsschule. Im zweiten und dritten Jahr sind wir sowohl in der Schule als auch im Praktikum in einer Klinik. In der Theorie haben wir Fächer wie Biochemie und Anatomie, Lebensmittelkunde und Ernährungslehre oder Diätetik. Im fachpraktischen Bereich erstellen wir vor allem Menüs und lernen die Zubereitung von Diätkost. Außerdem lernen wir Menschen über die richtige Ernährung beraten. Stoppt das Video, lest den Text und füllt beim Lesen die Tabelle aus. Sabine Müller, Beruf, Schreinerin, Tischlerin. Wie viele Jahre? 3 Jahre. Die Aufgaben der Berufsschule, theoretische Bildung. Theorie in Fachkunde, Mathe, Zeichnen, Wirtschaftskunde,
Sozialkunde und Deutsch. Die Aufgaben des Betriebs, die Praxis, Möbel machen, Treppen herstellen, alte Möbel restaurieren, mit dem Computer Zeichnungen für Möbel und Treppen machen. Nicole, Beruf, Diätassistentin. Wie viele Jahre? 3 Jahre. Die Aufgaben der Berufsschule, Theorie, Biochemie, Anatomie, Lebensmittelkunde, Ernährungslehre, Diätetik. Die Aufgaben des Betriebs, die Praxis, Menüs erstellen, die Zubereitung von Diätkost lernen, Menschen über die richtige Ernährung beraten lernen. Hört den Dialog und ergänzt. Gründe, warum Melanie Zahntechnikerin werden will. Dauer der Ausbildung. Ausbildungsstelle. Aufgaben der Zahntechnikerin. Kapitel 1b. Übung 5a. Wie lange dauert deine Ausbildung als Zahntechnikerin? Sie dauert 3,5 Jahre. Musst du während der Ausbildung auch eine Schule besuchen? Ja, ich muss die Berufsschule 1 oder 2 Mal in der Woche besuchen. Da lernen wir theoretische Fächer. Und findet die Ausbildung an anderen Tagen bei einem Zahnarzt statt? Nein, es gibt spezielle Laboratorien. Und welche Aufgaben hat die Zahntechnikerin? Sie macht Zähne, die Mundfäden. Warum machst du diesen Beruf? Ich mag nicht im Büro sitzen. Ich möchte etwas Kreatives machen. Ich arbeite gern mit den Händen. Gründe, warum Melanie Zahntechnikerin werden will. Sie mag nicht im Büro arbeiten, sie mag kreativ und mit den Händen arbeiten. Dauer der Ausbildung, 3,5 Jahre. Ausbildungsstelle. Man muss die Berufsschule 1 oder 2 Mal in der Woche besuchen. Aufgaben von der Zahntechnikerin. Sie macht Zähne, die im Mund fehlen. Hört den Dialog noch einmal. Auf welche Fragen hat Melanie geantwortet? Lest die Antworten und ergänzt die Fragen. Kapitel 1b. Übung 5c. Wie lange dauert deine Ausbildung als Zahntechnikerin? Sie dauert 3,5 Jahre. Musst du während der Ausbildung auch eine Schule besuchen? Ja, ich muss die Berufsschule 1 oder 2 Mal in der Woche besuchen. Da lernen wir theoretische Fächer. Und findet die Ausbildung an anderen Tagen bei einem Zahnarzt statt? Nein, es gibt spezielle Laboratorien. Und welche Aufgaben hat die Zahntechnikerin? Sie macht Zähne, die Mundfäden. Warum machst du diesen Beruf? Ich mag nicht im Büro sitzen. Ich möchte etwas Kreatives machen. Ich arbeite gern mit den Händen. Wie lange dauert eine Ausbildung als Zahntechnikerin? Musst du während der Ausbildung auch eine Schule besuchen? Findet die Ausbildung an anderen Tagen bei einem Zahnarzt statt? Welche Aufgaben hat die Zahntechnikerin? Warum magst du diesen Beruf? Hört, warum Dieter den Beruf des Floristen gewählt hat, nennt die Gründe. Kapitel 1b, Übung 5d. Dieter erzählt,
Ich habe zuerst eine Ausbildung zum Gärtner gemacht. Da im selben Betrieb auch ein Blumengeschäft mit dabei war, habe ich es auch kennengelernt. Ich habe 2 Jahre Gärtner gelernt und dann noch im selben Betrieb eine 2-jährige Lehre zum Floristen gemacht. So kam ich praktisch über die Gärtnerei zur Floristik. In diesem Beruf arbeiten mehr Frauen. Aber das ist kein Frauenberuf. Das ist genauso wie beim Beruf des Friseurs. Der Grund, warum die meisten Frauen in meinem Beruf arbeiten, ist der Verdienst. Man hat denselben Verdienst wie eine Verkäuferin. Das ist der Grund, warum viele Männer diesen Beruf nicht wählen. Der Mann muss die Familie ernähren. Sicher, das ist ein kreativer, schöner Beruf. Aber viele vergessen, dass Florist auch ein körperlich schwerer Beruf ist. Eine Blumenvase voller Wasser und Blumen ist ganz schön schwer. Und das ist eine schmutzige Arbeit. Man arbeitet mit der Erde auch. In den letzten Jahren wollen immer mehr Jungen Florist werden, weil dieser Beruf kreativ ist. Dieter hat den Beruf des Floristen gewählt, weil diese Arbeit kreativ ist. Für heute machen wir Schluss. Danke für die Arbeit und auf Wiedersehen.